Hallo zusammen. Zwei kürzlich aus dem Gefängnis entlassene Kriminelle beschließen, die Tochter eines reichen Geschäftsmanns zu entführen. Sie stehlen das Auto und ändern die Nummern darauf. Am Ort angekommen, warten sie auf das Opfer, setzen Masken auf, damit sie niemand erkennt, und entführen das Mädchen. Nachdem sie sie ins Auto geschoben haben, fahren die Entführer zu einer vorbereiteten Wohnung und fesseln das Opfer ans Bett. Der Knebel in ihrem Mund lässt das Mädchen nicht schreien und wegen der Tasche auf ihrem Kopf kann Stella nichts sehen. Wenige Minuten später kehren die Entführer zu ihr zurück und verlangen die E-Mail und Handynummer ihres Vaters, um Lösegeld zu fordern. Nachdem die Entführer mehrere Fotos des Mädchens vor dem Hintergrund einer frischen Zeitung gemacht haben, kopieren sie sie auf ein Flash-Laufwerk und gehen. Tom muss Stella im Auge behalten und alle 10 Minuten nach ihr sehen, um sicherzustellen, dass sie nicht erstickt. Einige Zeit später kehrt Mark in die Wohnung zurück und lädt das Mädchen ein paar Schluck Wasser zu trinken, aber unter der Bedingung, dass das Mädchen nicht schreit. Natürlich versprach sie zu schweigen, aber sobald sich die Gelegenheit dazu ergab, fing sie an zu schreien. Der Mann erinnerte noch einmal an die Verhaltensregeln und forderte, sie zu befolgen, wenn Stella am Leben bleiben wolle. Während des Abendessens weigert sich Tom zu essen, da er keinen Appetit hat. Mark geht geschäftlich, und Tom sieht sich das Foto an und blickt in die verängstigten Augen des Mädchens. Tom beschließt, Stella zu besuchen, setzt eine Maske auf und geht in ihr Zimmer. Sie wollte auf die Toilette. Der Entführer befreit sie teilweise. Stella ist schüchtern und bittet den Mann, sich abzuwenden. Und dann greift sie ihn an und zieht eine Waffe. Tom bietet an, die Schlüssel zu nehmen und greift das Mädchen an, aber sie schafft es zu schießen. Als sie die Maske abnimmt, sieht sie, dass ihr ehemaliger Liebhaber, mit dem sie vor 4 Monaten Schluss gemacht hat, sich darunter versteckt hat. Das Mädchen will ihm etwas Wichtiges sagen, aber Tom greift sie erneut an und fesselt sie mit Handschellen ans Bett. Mark, der in die Wohnung zurückkehrt, sagt, Stellas Vater habe sich geweigert, Geld zu zahlen. Mark bittet Tom, bei der Erstellung eines Videos zu helfen, das den Geschäftsmann davon überzeugt, ihnen den erforderlichen Betrag zu geben. Mark will dem Mädchen den Finger abschneiden. Stella fleht ihren Vater an, ihr zu helfen und bittet um Vergebung für ihr Verhalten, indem sie sagt, dass sie seit 4 Monaten schwanger ist. Tom stoppt Mark, da er glaubt, dass das Drohvideo ausreichen wird. Als Mark ins Zimmer zurückkehrt, versucht er, das Mädchen zu füttern, und Tom bemerkt, dass sich nicht weit vom Bett entfernt eine Patronenhülse befindet. Im richtigen Moment hebt Tom die Patronenhülse und den heruntergefallenen Löffel auf und steckt das Beweismaterial in seine Tasche. Tom schließt sich in der Toilette ein und versucht, die Patronenhülse zu ertränken, aber nichts passiert. Mark vermutete, dass etwas nicht stimmte und begann in den Raum einzudringen. Tom bekommt Angst und verschluckt die Patronenhülse. Mark geht in ein Internetcafé, um ein Video zu posten. Tom geht zurück in das Zimmer des Mädchens. Er glaubt ihr nicht, dass sie schwanger ist, und streichelt ihren Bauch, um schließlich davon überzeugt zu sein, dass sie lügt. Stella bietet an, ihr Telefon zu überprüfen, da sie den Gynäkologen viele Male angerufen hat. Tom sieht, dass das Mädchen krank ist und lässt sie frei. Sie umarmt Tom und beginnt ihn zu küssen. Aber dann versucht sie zu fliehen. Aber die Türen sind verschlossen und sie hat keine Schlüssel. Tom befreit sich und schlägt ihr auf den Kopf. Und dann befestigt er Stella am Bett. Mark ist mit guten Nachrichten zurück. Stellas Vater ist bereit, 4 Millionen Euro zu zahlen. Mark findet versehentlich ein Handy in der Nähe von Stella und bedroht sie. Stella verrät, dass sie Toms Ex-Freundin ist. Dann findet Mark eine Kugel und will wissen, was hier passiert ist. Stella, die um ihr Leben fürchtet, erzählt, was passiert ist, als er nicht zu Hause war. Die Entführer bringen Stella an einen anderen Ort und ketten sie an Holzstützen. An einem vorher festgelegten Ort angekommen, geht Tom zum Cash und sieht, dass er leer ist. Es stellte sich heraus, dass Mark Tom hierher gelockt hat, um ihn zu töten. Durch eine Ablenkung versucht Tom zu fliehen, aber Mark schafft es, ihn zu verletzen. Nachdem Mark das Geld genommen hat, beschließt er, das Mädchen zu töten,
da sie seinen richtigen Namen kennt und der Polizei davon erzählen kann. Beim alten Gebäude angekommen, will Mark dem Mädchen ein tödliches Gift injizieren. Aber der verwundete Tom kommt rechtzeitig zurück und schlägt Mark auf den Kopf. Mark schießt wieder auf Tom. Aber Stella hilft Mark zu entwaffnen. Tom hebt eine Waffe vom Boden auf und tötet Mark. Mit letzter Kraft kriecht Tom zu der Leiche, findet die Schlüssel und wirft sie Stella zu, damit sie sich befreien kann. Nachdem sie die Handschellen entfernt hat, versucht das Mädchen Tom zu helfen, aber er stirbt langsam. Draußen bemerkt sie Marks Auto. Stella setzt sich ans Steuer und versucht, sich zu erholen und zu beruhigen. Plötzlich bemerkt sie eine Tasche mit Geld auf dem Beifahrersitz. Überglücklich erkennt sie, dass sie ihr Leben ganz von vorn beginnen und für sich und das Kind sorgen kann. Und da endet der Film.